Was denn hier noch? Interessantes? Ja, okay, hier ist wieder so eine Höhle. Oh. Oh, das ist dieser Holo-Effekt. Was haben wir denn hier? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Taylor's Principle 2 Road to Elysium Part 3. Oh, guckt mal hier. Die Hälfte haben wir schon fast. Ja. Jetzt geht's hier munter weiter, würde ich mal sagen. Beim letzten Mal haben wir auch ein tolles Easter Egg entdeckt, so aus Fallout 4. Oder Fallout allgemein eigentlich, ne? Klar bezieht man sich auch mal auf die aktuellste Iteration, aber ja. Es gab ja die Vaults, gab's ja schon in Fallout 1, höchstwahrscheinlich, ne? Ganz klar. Oder diese komischen Schutzbunker, ne? Aha, und da ist heute tief hinab. Tiefe Schlucht. Okay, da kommen wir noch nicht so ohne weiteres hin. Ich weiß nicht, lesen kann ich es auch noch nicht, ne? Aha, da muss man da... Oh Gott, das hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an. Wir gehen mal schnell weiter. Oh, Rätsel 9 blinkt auch schon. Da kommt man hier auf. Na, nee, glaubt nicht. Ich glaube, von hier aus geht es da nicht hin. Da müssen wir noch höher steigen hier. Dann kann man sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle fallen lassen. Jo, war schon teilweise, ja, ein bisschen um die Ecke denken muss man wieder, ne, und so. Aber war noch okay. War noch echt gut machbar. Und das Rätsel erinnert mich auch an irgendwas. Kausalitätszusammenhang. Ach du Scheiße. Kausalität, oder? Lass uns mal gucken, wo wir hin müssen. Darauf. Okay. Also ich brauche das Hexaeder. Endlich treffen wir unseren alten Kumpel, das Hexaeder, wieder. Wow, das sieht echt komplex aus. Aber gut, das muss ja nichts heißen, ne? Wie wir schon erfahren haben. Okay, aber hier kann ich auch keinen Connector mitnehmen, ne? Wie das aussieht. Nö, die sind alle miteinander verbunden. Also wir können nur an der richtigen Stelle mal jeweils unterbrechen und dann... wird es sich hoffentlich lösen. Kausalität zusammen. Was müssen wir unterbrechen? Das Blaue zuerst oder wie? Nee. Na doch, würde ich sagen. Der Blaue hier, der stört. Glaube ich. Mal gucken. Passiert hier irgendwas? Nö. Nö. Ich muss ja weiterleiten, ne? Ich stehe doch dafür. Naja, er leitet nichts weiter. Okay, die müssen wir also nicht unterbrechen. Dann mache ich das mal mit dem hier. Ah, hier hinstellen. Passiert dann was? Nö. Aha, ja, der leitet den so weiter und dann dahin und... Was passiert, wenn ich hier drauf stehe? Wie komme ich denn da ran? Achso, der steht. Ah, den müssen wir erstmal dazu bringen, dass er runterfällt. Das verstehe ich das. Irgendwas geht. Das geht. Auch relativ schnell. Hey, da müssen wir mal die roten aktivieren. Ich brauche das Rote. Damit das Kraftfeld dann... Achso, ich brauche alles. Anscheinend. War, oder? Nee, der ist höher hier, ne? Ja, der ist höher. Also erstmal brauchen wir das Rote. Den müssen wir zuerst befreien. Ja, der geht weiter. Ja, schön. Aha, okay, das haben wir geschafft. Ja, jetzt ist er ein bisschen tiefer gefallen, ne? Wunderbar. Es ist geil. Was ist das für ein geiles Rätsel, ey? Aha, jetzt müssen wir wieder den roten unterbinden irgendwie. Wir hoffen, dass er jetzt dominanter ist. Ja, klar, Tatsache. So geht das Stück für Stück, bis wir ihn dann unten haben. Das ist ja geil. Jetzt wieder den. Den Loan unterbrechen. Witzig.
Ah, eine nette Idee. Wirklich einfacher als gedacht, aber. Oder weniger komplex. Ne, jetzt zeigt den falschen. Den roten muss ich abbinden. Super, jetzt ist er unten. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Und dann. Nö. Einfach nur hier rauf. Das war's schon. Schlicht und ergreifend. Ist ja witzig. Was für ein cooles Rätsel, Leute. Funny, ja. Seemed like a term that only applied to our ancestors. Jo. With their hormones and instincts and strange fleshy organs. Surely we were too different to experience that. And the really funny thing is that I was thinking exactly like an ancient human child. Mm-hmm. Pretending I was above it all. Tja. Naja. Hier ist alles falsch. Irgendjemand fehlt. Mhm. Warum ist hier alles falsch? Wer soll denn hier fehlen? Der Pharao oder wie? Das kann sein. Haben wir auch wieder ein Terminal. Verkörperung. Ist das jetzt so genauso gestaltet hier? Wie, ja, sieht so aus. Wir haben wieder nichts. Müssen wir mit unserem Körpereinsatz arbeiten hier. Gab es ja auch so ein ähnliches Rätsel, ne? Da habe ich erst gar nicht gesehen, wo es weiterging. Weiß ich noch. Okay, das rote brauchen wir. Na gut, dann müssen wir das hier erstmal abbinden. Jetzt kann ich hier rein. Cool. Nutzt mir noch nichts. Moment, wo muss ich überhaupt hin? Geht da ein Gatter auf? Nee. Das blaue brauchen wir, ne? Kann ich nur von hier drin oder so weiterleiten? Ich guck mal. Probieren wir das mal. Nee. Das wird so oder so unterbrochen, okay. Nö, hier kann ich erstmal nichts weiter machen. Braucht den blauen. Ach so. Ja, ja. Jetzt verstehe ich das. Mhm. Der wird direkt dahin gestrahlt, ja? Na, dann hätten wir es ja schon gelöst. So einfach wird es nicht sein. So. Aber wie mache ich das auf hier? Wie kann ich das Kraftfeld neutralisieren? Ja, da geht das auf. Ja, ich glaube, das war nicht verkehrt. Das war gut. Jetzt müssen wir hier, genau. Das war denn schon. Oder wie? Nee. Nee, nee, nee. So einfach ist es nicht. Der ist nicht dominant genug. Wartet mal. Ist ja nicht umsonst so ein Ausbau hier. Was fies ist. Ja, ich muss ja beide gleichzeitig unterbinden hier. Gut, das ist schon mal nicht ganz verkehrt gewesen. Aber der stört halt noch, ne? Ja, ich hab hier sonst nichts zum Stören weiter, außer mein Körper halt. Zu dominant, oder wie? Das bringt erstmal nichts. Wo geht denn der? Aha. Da geht noch einer hin. Was macht denn der da? Hä? Was muss ich jetzt aufhalten hier? Damit die rote Dominanz gebrochen wird.
Wird denn das nicht weitergestrahlt hier eigentlich? Achso, der strahlt nur dahin. Ah, bin eingesperrt. Ich glaube, das war nicht gut. Ah, die rote Dominanz ist gebrochen, aber es kommt nicht mehr raus. Ah, verdammt. Na, das war jetzt, glaube ich. Jetzt kann ich nochmal neu starten. Ich glaube, jetzt komme ich da auch nicht mehr raus, oder? Oder doch? Na, wenn ich jetzt hier... Naja. Ach so. Nö, ist ja Quatsch. Hier ist der... Ja, hier ist der Erzeuger. Jetzt komme ich wieder raus. Okay, puh. Aha, okay. Das war also nicht ganz verkehrt. Aber ich sollte draußen stehen. Das ist der Unterschied. Ja, irgendwie ist... Hä? Warum bleibt denn das offen? Ach so. Naja, ich weiß noch nicht. Ah, ich muss hier stehen. Ja, okay. Gut. Ach so, das war's ja schon. Gut. Ich glaube, ich war schon vor 10 Minuten fertig. Ah, geil. Ich nun wieder. What I'd never considered was that stripped of biological necessity and physical need, as well as all the strange stigmas and taboos our ancestors associated with their bodies. Love might be more pure, more powerful. That we can love with fewer distractions than they could. And so the experience is all the more overwhelming. I do think we should learn to simulate some of those biological processes. Would be fun. Okay, wer ist denn nächster? Durchbruch. Ach gut. Oh je. Oh je. Ja, ich sehe schon. Hier müssen wir durchbrechen. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch so. Ja, hier brauchen wir den roten. Na, das ist erstmal nicht das Thema. Aber ich glaube, so etwas Ähnliches hatten wir schon mal. Ne? Aber nur, dass jetzt hier auch Kraftfelder sind, leider. Ja. So. Rot brauchen wir, ne? Ja. Nein. So. Ja, ein bisschen weiter kommen wir noch. Mal sehen, was da drüben ist. Nichts. Okay. Hä? War ich nicht erst weiter hier irgendwie? Versuchen wir das mal erstmal. Ja. Verdammt. Stört da noch so ein bisschen, ja? Kann den mal unterbrechen, ja? Jetzt lass mal den einen unterbrechen. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Na Moment, man kann die ja auch anstrahlen, Mensch, jetzt ja. Ich bin auch gut. Nee. Nee, lösch erstmal, damit ich wieder klarkomme. So. genau. Jetzt so. So. Und so. Das sieht schon mal ganz gut aus. Perfekt.
Fast geschafft. Ja, ich weiß, ich kann es auch anders machen, aber... Nee. Na, mal sehen, ich probiere es nochmal. Das war echt knappig. Mal sehen, ob wir das Drehzahl austricksen können. Wir müssen schnell genug sein. Oh, ganz knapp. Haben die Entwickler cool gemacht, vom Timing her. Das muss man erstmal so hinkriegen, ja. Das ist ja wirklich Maßarbeit. Oh. Gut, man schafft es echt nicht. Naja, ich weiß ja, wie es geht. Ja, ja, alles gut. Hab's ja verstanden. So, das machen wir so. Oh, jetzt müsste es reichen. Na also. Ja, ich weiß. Das ist die richtige Lösung. Perfekt. When we started living together, I thought I'd figured it all out. Okay. Everything would be smooth sailing from now on. I still had so much to learn about love. Mhm. Even for us, it's messy. You find someone who seems to be the perfect match for you, who seems necessary in your life. Was haben wir denn da? Interessant. And then you realize all the ways in which you don't fit together at all. Because nothing in this world is perfect. Tja, was ist das schon, ne? Wo ist die Stimme meines Schöpfers? Wo ist der, zu dem wir wurden? Alles ist zerbrochen. Mhm. Also hier ist irgendwie das Chaos ausgeboren, ne? Kann das sein? Die haben alle die Orientierung verloren. Die Testsubjekte, die anderen. Ich gehe mal zu der Oase, mal sehen, was es damit auf sich hat. Oh oh, da darf ich nicht hin. Okay, okay, okay. Okay, das passiert, wenn man sich zu weit abseits der Wege bewegt. Oh, schade, das sah interessant aus. So eine kleine Oase. Schade, immer wo was Interessantes ist, dürfen wir nicht hin. Gut, abgesehen von den Rätseln natürlich, die wirklich interessant sind und genial gemacht sind. Oh, das sieht auch heftig aus. Na, mal sehen. Schaltbrett. Schaltbrett. Oh, müssen wir uns erstmal den Weg... Achso, ja. Das ist schon das Ende. Eieiei. Also da kommen wir erstmal gar nicht ran. Hier müssen wir wieder mit Dominanzen arbeiten, wie es den Anschein hat. Verrückt, ey. Wirklich verrückt. Aha. Da anzwacken. Und da hinpacken. Oder so. Nein. Und wie konnte ich das jetzt nicht anwählen? Ach so, das ist in einem Kasten drin. Jetzt sehe ich das erstmal. Ah, okay. Ja, da passiert gar nicht. Naja, wenn ich es jetzt wieder gelöscht hatte. Ah, oh. Eieiei. Okay. Soweit so klar. Nun, dahin. Ja, das sieht erstmal gut. Also eine Seite. Nee. Ist nur eine Seite, anscheinend. Wie viel brauchen wir denn hier? Achso, das andere ist im Sand drin. Ja, aber es sind doch beide. Weiß ich nicht, was der hier hat jetzt. Klappt doch. So, Moment, das war richtig. Ah, wir brauchen da oben noch ein blaues. Nur welches? Das da? Nee. Wir müssen ja mit Blau noch mehr arbeiten. Ohne dass das Rote weggeht. Das wäre nämlich ganz fatal. Müssen wir dem Roten ein Schlupfloch lassen irgendwie, ne? Sonst wird das nichts hier. Sonst geht das Rote weg. Nike probiert erstmal so. War jetzt ziemlich falsch. Das dachte ich mir. Gut, ist gelöscht. Aber war schon nicht ganz verkehrt. Also, ja. So schwer kann es nicht sein. Also, was war jetzt hier? Das blaue Bomber. Nochmal. Da. Ach so, ja. Ja, da war ja der Kasten. Ich übersehe mal diesen dummen Kasten, ne? Ja. Das ist richtig. Strahlt er da rein oder was? Das sieht so aus, ne? Ach, reinstrahlen kann er ja. Das ist eine winzige Öffnung, wie man sieht. Das ist ja fies. Das ist eine ganz kleine Öffnung.
Naja, dann müsste es ja reichen, wenn ich da hingehe. Hm. Dann geht das andere außen rum. Jo, ja, probiert mal. Ja, ja, ja. Ist das echt so simpel? Naja, nicht ganz so simpel. Nicht ganz so simpel. Na, Problem ist, na gut, da sind ja die Erzeuger da, ne? Ist das auch ein Erzeuger da? Nee. Der strahlt ja darüber. Also wir müssen einen unterbinden. Ja, das klappt schon mal, glaube ich. hoffe ich. Ja, dann kann ja der andere auch ausgeschaltet werden, oder? Wenn ich den hier ausschalte. Ja, passiert gar nichts. Habe ich schon so viele blaue Strahlen hier. Was sind das hier? Aber irgendwie geht's nicht auf. Ich frage mich nur, warum nicht. Weil hier sind ja an sich alle Stromleitungen, ne? Was man. Achso, hier ist noch eine Stromleitung. Der segnet erstmal. Ach, die ist genau in der Mitte. Ach ja, von wegen alle Stromleitungen. Ja, die habe ich jetzt dezent übersehen. So, wo geht denn die hin? Oh, ist erstmal egal, oder? Ja, hier hoch. Da hoch geht's dann natürlich, ne? Na, dahin. Ja, zum Blauen. Ist ja logisch. Oh Gott, hat jetzt alles gelöscht? Nee. So, ich muss ja mal gucken, was ich hier angestrahlt habe. Jetzt ist das direkt angestrahlt, das hier angestrahlt. Achso, jetzt ist das Rote wieder aus. Nee, jetzt ist das Rote aus. Okay, jetzt müssen wir das wieder löschen. Sonst haut das hier nicht hin. Okay. So, hier ist das jetzt an. Okay. Ja, jetzt brauchen wir noch ein Blau noch. Zack. Das war ja hier oben, ne? Das haut hin, genau. Der andere Blaue ist halt der Trickige, ne? Na, da müssen wir dann was anderes machen. Aber was ist die Frage? Na gut, das können wir zur Not auch übergehen. Denn die Blauen sind ja hier das Wichtigste. Aha. Genau, da habe ich eine Verbindung hergestellt. Jetzt brauche ich ja nur noch mit Blau durch arbeiten da das Ganze. Hoffe ich mal. Ne. Jetzt irgendwas ausgegangen. Ah, jetzt ist das Rote ausgegangen. Okay. Okay, das Rote ist wieder aktiviert. Nur das Blaue fehlt nach wie vor. Ah, nee. Das. So, den haben wir ja. Mhm. Das ist die Frage, wie ich das mache. Wo strahlt er denn da hin? Der strahlt da hin. Dann können wir den rein theoretisch ja nehmen. Also rein theoretisch. So, 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 so. Mike probiert mal. Ah! Macht er denn? Den letzten wollte ich rausschmeißen. Gut. Mhm. Nee, den Blauen kriegt er immer noch nicht hin. Aus Gründen. Ja, den müsste ich da unterbrechen. Kann ich das? Den müsste ich nur unterbrechen, naja. Ah, dann wird der hier rot. Obwohl. Mal so machen, hier ein bisschen schräg. Mhm, jetzt geht der dahin, okay. Ja, ja, ja. Ja, der strahlt da weiter, mal da ist dann irgendwie Ende im Gelände. Warum auch immer. Mhm, weil ich überbrücke ja da schon, ne? Naja. Ja. Hä? Okay, das geht immer noch nicht. Jetzt nehmen wir mal den roten Weg.
Ah, jetzt haben wir einen blauen. Na geil. Nee, sind beide blaue. Okay, na, das ist erstmal wichtig. Das ist erstmal wichtig. Okay. Das braucht ja im Prinzip nur den roten. Nee, den löschen wir bitte. Der ist gelöscht, ja. Nein, warum denn blau? Warum macht denn der jetzt blau? Ich stehe falsch. Ich sehe nur noch blau. Ja, fast, ey. Na, wenn ich den dann unterbreche, dann ist der blaue weg, wa? Warum ist denn da überhaupt ein roter? Aha, deswegen. Na, ich sehe schon, warum der ein roter ist. Hab nochmal ein kurzes Päuschen gemacht, nochmal restartet und jetzt habe ich es, glaube ich, jetzt habe ich es erkannt, das Problem, was ich machen muss hier. Und zwar, ich muss dafür sorgen, dass ich quasi immer drei Felder hier müssen angestrahlt werden. Das heißt drei Felder, also drei Konnektoren. Und damit sich ein Viereck bildet, ne? Ein Quadrat. Also so habe ich mir das jetzt gedacht. Und das funktioniert ganz gut, wenn man das so sich überlegt. Dass es so funktionieren kann. Seht ihr? Genau. Da habe ich es vollständig. Und dasselbe muss ich jetzt mit Blau natürlich machen. Damit Blau hier ein dominantes Quadrat bekommt, sozusagen. Ne? Ja. Ah, ich habe da ein bisschen nochmal probiert und so. Ne? Das wäre dann echt sehr lang geworden, das Video. Ich wollte da kein Stundenvideo draus machen. So. Ne, jetzt macht er hier nicht blau. Warum auch immer nicht. Ah, nein, jetzt hat er was unterbrochen. Das wollte ich nicht. Und sich die Strahlen hier so ein bisschen im Weg gerade. Aha, okay, jetzt funktioniert es wieder gar nicht. Vorführeffekt, der berühmte, berühmt-berüchtigte. Ne, ich muss das jetzt, mal weiter wegstellen. Ne, jetzt klappt es wieder nicht. Okay, nee. War auch richtig so, erst den... den muss ich nochmal löschen hier. Sonst wird das nichts. Muss erst den roten machen. Also so hat es auf jeden Fall einmal funktioniert. Aber ich wollte es euch zeigen, auf jeden Fall. Wie ich das gemacht habe. Damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Ne, warum mache ich jetzt blau? Vielleicht liegt es daran, weil ich blau gemacht habe jetzt oder was. So, nee, da sind ja jetzt schon die drei, ne? Genau, das haut jetzt perfekt hin. Und jetzt brauche ich blau. Ich sollte den weiter wegstellen, ne? Sonst komme ich mir ja nur in die Quere. Genau. Kann man ja hier machen, zum Glück. Hier hat man genug Platz. An der Stelle. So. Okay, jetzt brauche ich hier drei. Ich weiß es nicht. Welche hat er denn jetzt genommen? Seht ihr doch mal nicht richtig. Kommt noch hinzu. Ja, jetzt haben wir alle. Na, genau. Guckt es euch nochmal an. Falls ihr nicht auf die Lösung gekommen seid oder so, könnt ihr das hier als kleine Hilfe nehmen. Was heißt kleine Hilfe? Ist gelöst, ne? Ja. Ja, man muss immer irgendwie dafür sorgen, dass da ein Viereck sozusagen mit der dominanten Farbe bei rauskommt. Ja, und den roten zuerst. Ja, der rote zuerst. Und anschließend macht man das mit dem blauen nochmal. Und dann kann man das Ganze umgehen. Also es muss keine durchgezogene Linie ergeben oder so. Nee, das ist vollkommen nebensächlich. Hauptsache, ihr habt ein dominantes Quadrat, also mit der dominanten Farbe in dem Fall. Ne? Erstmal rot, ne? Und jetzt... anschließend dann mit Blau. Andersrum hat es zumindest bei mir jetzt nicht funktioniert. Vielleicht gibt es noch eine Lösung. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, nach einigem Rumprobieren habe ich das so... Ich wollte ja keine Stundenfolge draus machen, ne? Deswegen immer hat es dann geklappt. Und dann ist mir das so eingefallen, ja. Na, immer wenn ich nämlich drei dominante Konnektoren hatte, dann hat sich so ein Quadrat ergeben, ne? Jo, alles klar. Gut, das war's jetzt. The ancients believed that love could be eternal. But I'll admit that sometimes it seemed impossible to continue. Sometimes I thought you were unfair or cruel or just incomprehensible.
I'm sure you thought the same about me. And I'm sure that sometimes you were right. No wonder all the ancient love songs repeat the same themes. Longing, happiness, regret, and forgiveness. I want you. I love you. I miss you. Forgive me. Wie weit können wir hier? Nicht zu weit. Wenn ich rückwärts gehe, geht's, ne? Nee? Okay. Kommt trotzdem dieser Alarm. Nee, nee, ist ja gut. Wir wieder zurück. Alles klar. Also hier gibt's anscheinend kein Easter Egg zu entdecken oder so. Ach doch, guck mal hier. Ha! Hab's doch gewusst, irgendwas ist hier noch. Nee, ja, das kommt sowieso für mich nicht in Frage. Weil der Spaß besteht ja daran, dass man das Rätsel schafft, ne? Nicht, dass man sich irgendeine Lösung oder so... Ich meine, das kann man mal zum Spaß machen oder so. Ja klar, warum nicht? Mal zu sehen, was denn passiert, habe ich noch nicht gemacht. Sollte ich mal machen, ne? Hat mir jemand geschrieben gehabt. Stimmt, habe ich noch nicht ausgetestet. Ja, aber hier scheint kein Easter Egg zu sein. Obwohl, da geht's weiter. Was ist denn hier noch? Interessantes? Ja, okay, hier ist wieder so eine Höhle. Oh, das ist dieser Holo-Effekt. Was haben wir denn hier? Ah, hier ist auch noch ein Terminal. Na gut, dann lesen wir erstmal das. Aha, okay. Also versteckte Terminals gibt es auch wieder. Wie in Talos 1. Also eine nette Anspielung. Auf den Vorgänger. Aha, auch wieder eine IK. IK, genau. KI, die mit uns reden möchte. Klopf, klopf. Was? Hallo? Was, genau. Wer? Ich bin 1K, wer bist du? Ach so, Elohim? Mituhim? Sarabai? Ja, was sagen wir denn jetzt? Wer sind wir? Ich bin 1K, wie heißt du? Sag mal 1K. Komischer Name. Freut mich, trotz des komischen Namens. Ist mein Name komisch oder deiner? Eigentlich ist das ziemlich cool. Ja, stimmt, wir sind ja der Tausendste, ne? Ich weiß. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Genau, da auch mal. Sarkasmus erstellen. Fertig. Ja, bei mir wurde er gerade noch nicht erstellt. Er war noch dabei. Wie kann ich dir helfen? Ich mache mich wieder an die Arbeit. Ich am Strand. Sarah bei Hypatia. Ich arbeite dran. Du bist bald zurück auf deiner Insel. Hey, was ist nochmal der Sinn des Lebens? Genau. Härte arbeiten. Ja, ich mache ja schon. Ich mache mich wieder an die Arbeit. Hilf mir. Ach, das ist Sarah bei jetzt, aber es. Endlich. Geil. Huch. Okay. Oh, es gab auch ein Achievement. Alles klar. War vielleicht Sarah bei jetzt, ne? Sehr cool, die spricht mit uns. Also die echte, ne? Ich meine, wir sind ja nur in ihre Rolle mehr oder weniger geschlüpft, um hier diese Probleme zu lösen, die sie offensichtlich hat. So. Wenn wir die lösen können, ist die Frage. Kritischer Fehler. Alle Systeme beeinträchtigt. Wiederherstellbare Dateien. Okay. Birk Nong Nobis Solum. Klingt wie ein ägyptischer Pharao oder so. Oder wie eine Asterix-Figur. Numerobis oder so. 17 Fragen zur Realität. Cassius Green. Oder Cassius Green. Durch Benutzerfolgerung, genau. Cicero stellte richtig fest, dass wir nicht geboren werden, um allein zu sein. Auch Aristoteles wies darauf hin, dass der Mensch ein soziales Geschöpf ist. In Platons Symposium wird die spirituelle und philosophische Bedeutung der Liebe gepriesen, wobei Sokrates für die abstraktere Idee plädiert, die Form der Schönheit selbst lieben zu lernen, was mir ehrlich gesagt ein wenig
onanistisch erscheint. Jesus stellte die Liebe über alles andere und forderte, dass die Menschen sogar ihre Feinde lieben. Aber wenn sich alle einig sind, dass die Liebe so wichtig ist, warum wird sie dann von dem System, in dem wir leben, so selten berücksichtigt? Es mag vielleicht naiv klingen, aber man denke nur mal über das schiere moralisch und intellektuelle Gewicht nach, das hinter der Idee steckt, dass die Liebe wichtig sei. Warum ist unsere Realität so weit von unserer Philosophie entfernt? Das ist eine gute Frage. Birk Atopia. Datei zu beschädigt. Oh, schade. Birk die Wahrheit. Die ist immer gut. Die ist zum Glück nicht beschädigt, die Wahrheit. Das ist schön. Der Blues. Bailey Steel. Durch Benutzerfolgerung, ja. Das steht da sowieso immer noch. Du willst die Wahrheit über die Liebe wissen? Niemand weiß, was zu tun ist. Es ist alles improvisiert. Mann. Die Menschen haben sich 2 Millionen Jahre lang durchgeschlagen. Propheten, Messlasse und Philosophen verkünden, dass es um die Liebe geht. Messias. Ich habe jetzt ein L gelesen, was ist ein Messlasse? Ich habe mich schon gewundert. Messias. Und wir sagen ja, das stimmt. Ich brauche echt eine neue Brille. Oder muss die mal putzen. Und dann versuchen wir es und scheitern und verletzen uns und versuchen es wieder und haben Moment der Transzendenz. Und dann denken wir mit dem falschen Organ und machen alles wieder kaputt. Und so geht es weiter. Für immer und ewig. Amen. Das Verrückteste daran, man kann die ganze durchmachen. Die ich durchgemacht habe. Scheiße halt. Und mit einem Körper wie ein alter Lappen und einem löchrigen Gehirn enden. Und trotzdem kann ich auf ewig behaupten, dass das Liebe war. Liebe war meine Familie, meine Freunde, meine Musik und sogar für meine Ex-Frau. Alles drehte sich um Liebe. Und jedes Mal, wenn ich das vergaß, habe ich mich wie ein Idiot. Alles klar. Sehr cool. Sehr schön. Sehr schön. Das klang jetzt nicht unbedingt wie eine zutiefst philosophische Abhandlung, aber was? Nichtsdestotrotz auch. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ne? Gehen wir mal zurück zum Hub und dann geht's ab. Jo. Achso. Da ich die Folge ja beende, sollte ich mich vielleicht hier erstmal speichern. Ne? Hier irgendwo. Ja. Genau, dann speichert er nämlich immer, wenn ich irgendwo reingehe oder so. Wir können ja nämlich nicht schnell speichern oder so, das geht nach wie vor nicht. Ja, was natürlich mit dem Umstand des Spiels zu tun hat, mit dem Spieldesign. Okay, achso, sind wir jetzt schon soweit? Ja, jetzt kommen wir schon zum 13. Rätsel. Okay, beim nächsten Mal machen wir das. Alles klar. Bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck, lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da und ein Abo, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Also dann, bye bye, ciao ciao, bis dann.